Revelio. Pompada. Lumos. Revelio. Lumos. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. Revelio. Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Bombarde! Impulso! Potato! Stupro! Pompada!
Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Getötung! Ach hier! Revelio. Akio. Revelio. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Tötet alle Eindringlinge! Warte! Wir brauchen einen Plan! Confringo! Akir! Kozio! Confringo! Signor! Confringo! Akir! Akio! Confringo! Confringo! Da bist du ja! Vincenzo! Ich bin nicht vereint! Wie unglaublich! Confringo! Du! Confringo! Hatten es nicht anders verdient. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Revelio. Revelio. Bombarda! Confringo!
Revelio. Contringo. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ich, du wirst. Was war das? Ach hier. Schicksal. Gut gemacht. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Confringo! Es verdient sich zu unterstützen. Ich werde nicht ruhen. Confringo! Das muss es sein. Sebastian, warte. Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. So weit, so gut. Charmant. Spinn. Wie passend. Confringo! Confringo! Ab hier. Revelio. Hätte es selbst fast nicht besser gekommen. Cruzio. Stufo. Confringo. Ethereum. Bombard. Confringo. Stufo. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Revelio.
Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Revelio. Confringo. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Confringo! Confringo! Descendo! Protego! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Revelio! Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Confringo! Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Confringo! Confringo! Die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Revelio. Das Glück oder Instinkt? Revelio.
Wie können wir hier raus? Revelio. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Bringt Freunde zusammen wie ein wütender Tropfen. Confringo! Revelio! Reparo! Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Confringo! Revelio! Revelio. Ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. Vorsprung nicht. Egal, wie hoch wir springen. Ringardium Leviosa. Revelio. Ich kann außer Atem, aber dieser Anblick war es wert.